Hallo, ich bin der Thomas Kupser. Ich arbeite im JFF als medienpädagogischer Referent und bin zuständig für Ohrenblick mal, das Handyclip-Festival, für Kajuto, Kampagnen von Jugendlichen für Toleranz, für die Bayerische Jugendfinale und Generation im Dialog und diverse andere Projekte da. Was ist dein aktuelles Lieblingsprojekt? Man arbeitet ja leider und glücklicherweise an immer verschiedenen Projekten. Immer wenn ich gerade das eine Projekt, wenn ich da drin bin, dann macht mir das am meisten Spaß, womit ich gerade am meisten Zeit verbringe. Ich finde eigentlich alles super, sonst würde ich es ja nicht machen. Ja. Na, die. Okay, was jeder kennt, aber was ich einfach spitzenmäßig finde, ist die U-Finale, das Bayerische Jugendfilmfestival, wo Produktionen von Jugendlichen auch einen sehr würdigen Platz bekommen, also die Filme der Jugendlichen auch wirklich gesehen werden und von einem größeren Publikum. Also die U-Finale ist super. Für mich als Medienpädagoge mit der Vielfalt an unterschiedlichen Medien klarzukommen. Also das heißt, ich bin nicht mehr der alleinige Fachmann an allem, also bei allem. Ich kann mich nicht hundertprozentig mit dem Medium, zum Beispiel Handy, mehr eigentlich auskennen. Den Anspruch habe ich erstmal nicht, aber wie schaffe ich es, dass die Jugendlichen wirklich meine Lehrer werden auf eine sinnvolle Art und Weise und sich gegenseitig das beibringen und mir beibringen, gegenseitig beibringen und anderen wie Eltern, Großeltern das beibringen und da trotzdem gleichzeitig ein Projekt zu finden, was auch wirklich trotzdem Spaß macht. Also, dass man nicht nur so eine Art PowerPoint-Präsentation zu seinem Handy macht, sondern wie kann ich jetzt ein sozusagen produktorientierte Methode finden, die spannend ist und anderen das Medium erklären und sich selber damit kreativ und reflektiert auseinanderzusetzen. Also das heißt, ich muss damit klarkommen, ich bin nicht mehr der alleinige Herr in diesem Projekt.